Ja, hallo mal wieder. Heute wollte ich nochmal mein Medikit vorstellen. All die, weil ich einfach denke, ich habe auch einen Bildungsauftrag. Naja, es ist halt noch das Letzte, was noch übrig bleibt, wo es eigentlich noch, ja, was gar nicht mal so unwichtig ist und wo man noch eine ganze Menge zu sagen kann. Es ist eigentlich immer größer geworden. Erst habe ich es versucht, in so eine große Tasche, so eine Tasche unterzubringen. Dann wurde so eine Tasche, jetzt ist es so eine Tasche. Weil man wägt natürlich immer ab, was nimmt man mit und was nicht und wie viel davon jeweils. Und jetzt bin ich eigentlich so ziemlich am Ende meiner Recherche angelangt und bin damit eigentlich zufrieden. Also man kann natürlich, wie auch im, wie es immer ist, die diverse Sachen anpassen und muss für sich selber entscheiden, was man mitnimmt und was für einen wichtig ist. Wenn man eine große Perfusorspritze mitnehmen will, dann tut man das. Aber man muss natürlich dann überlegen, warum. Und wenn es dann Sinn ergibt, dann ist es okay. Dazu sei gesagt, ich bin kein Arzt und ich bin ziemlicher medizinischer Laie. Also ich habe eigentlich überhaupt keinen Plan. Aber ich habe mir jetzt so weit da reingelesen, dass ich vielleicht jetzt nicht total den Müll erzähle. Und das meiste ergibt dann vielleicht auch Sinn, hoffe ich mal. Also falls ich total Quatsch erzähle, dann kann man das ja dann kommentieren. Ja, wir können ja mal anfangen. Also, zum einen haben wir hier Handschuhe. Die sollte man anhaben, wenn man irgendwie Leute behandelt oder in offenen Wunden irgendwas rummacht. Dazu sei gesagt, natürlich geht es jetzt darum, dass kein Arzt in der Nähe ist. Wenn ich einen Arzt anrufen kann und der auch mit der Bergwacht von mir aus in 20, 30 oder in auch 2 Stunden da ist, dann kann ich mir das Ganze sparen. Es geht wirklich darum, wenn der Arzt definitiv Tage entfernt ist, vielleicht auch Wochen, je nachdem, wo man sich aufhält. Ich meine, ich werde mich nicht da aufhalten, wo ein Arzt 3 Wochen in Afrika oder so, gehe ich jetzt nicht von aus, aber darum geht's. Also es geht um die Notfallmedizin und es geht um die Survival-Medizin. Also wie man sich im Notfall selber hilft. Was ja auch, ja, für die einen, die an die Zombie-Apokalypse glauben, vielleicht auch helfen mag. Aber es sei gesagt, man kann hier nicht steril arbeiten. Es geht wirklich um medizinische Leiharbeit, wie man das auch mal sagen will. Deswegen, steril wird, das wird sowieso alles nichts. Aber man kann natürlich das Minimum gewährleisten, dass zumindest nicht irgendwelche Dreckpartikel direkt in die Haut transportiert werden durch die Fingernägel oder so. Deswegen die Handschuhe zum Beispiel. So, dann haben wir hier. Ist ein bisschen sehr vollgepackt hier. Dasselbe gilt für diese 3 Alkoholpads zum Desinfizieren. Sind leicht, laufen natürlich ab, muss man darauf achten, aber tut auch nicht weh, wenn sie abgelaufen sind, denke ich mal, die weiter zu benutzen. Wie gesagt, es geht um Notfall. Bevor man irgendwie an der Sepsis stirbt, dann kann man immer noch abgelaufene Dinger nehmen. Dann haben wir hier ein paar Pflaster. Ich bin eigentlich kein Pflasterfreund, aber falls man doch mal irgendwie einen kleinen Schnitt hat oder so, dann schützt es vielleicht noch ein bisschen. Bei mir ist es so, ich nehme keine Pflaster, weil entweder ist es so stark, dass ich es richtig abbinden muss, oder es ist keine schlimme Wunde. Deswegen, naja. Aber wiegen nichts kann man auch mitnehmen, tut ja auch nicht weh, wenn man sie trotzdem dabei hat. Hier kann man noch sich welche zurechtschneiden, von der Größe her, ist auch in Ordnung. Und hier sind noch so eine Art. Ja, so eine Art Blasenpflaster. Ist in der Mitte so ein Loch, was man aufmachen kann, damit zur Entlastung. Ja, braucht man nicht viel zu sagen. So. Dann gucken wir mal weiter. Gucken wir erstmal die ganzen Tabletten an. Und diversen Mittelchen, die man so gebrauchen könnte. Gut, Islamos zählt jetzt nicht dazu, das ist einfach nur für den Hals zum Lutschen. Das ist jetzt nicht groß. Brauchen wir nicht groß drüber reden. Dann haben wir einmal Paracetamol-Zäpfchen, 1000 Milligramm. Also, das ist schon doch schon ein stärkeres Schmerzmittel. Falls jemand wirklich starke Schmerzen hat, dann sind die auf jeden Fall, hauen die auf jeden Fall rein. Magnesium-Tabletten, ja, um Krämpfe vorzubeugen, nehme ich einfach mit, weil kann man zwischendurch mal nehmen, ist jetzt nicht wichtig. So, Kopfschmerztabletten, also ein leichteres Mittel, Dolamin gegen Schmerzen, kann auch nicht schaden. Ein Breitbandantibiotikum,
Ist, denke ich mal, schon eines der wichtigeren Sachen, weil gerade bei Infektionen und wenn man lang unterwegs ist, hilft das bei vielen Sachen. Deswegen macht es schon Sinn. Aber natürlich nicht einfach so nehmen. Antibiotika soll man natürlich irgendwie auch mit dem Arzt absprechen. Müsst ihr den Arzt fragen, was für ein Antibiotikum Sinn macht für möglichst einen breiten Fall von Infektionen. Nicht einfach so nehmen, logischerweise. Man nimmt ja schnell doch mal Antibiotika, obwohl es nicht notwendig wäre. Aber für den Notfall ist es auf jeden Fall eine der wichtigen Sachen. Dann habe ich hier Aktivkohle, wenn man Durchfall hat. Als auch Imodium akut, falls man Durchfall hat. Dazu sei gesagt, dass, wenn man Durchfall hat, das vielleicht nicht sofort behandeln sollte, weil der Körper, das ist ja eine Reaktion des Körpers auf eine Infektion und der Körper spült natürlich dann ordentlich durch. Das ist ja der Witz an Durchfall. Deswegen, wenn man das jetzt aufhält, dann bleiben ja die Keime dann erst recht im Körper. Also eigentlich macht Sinn, das nicht zu behandeln, es sei denn, es wird so schlimm oder der Wassermangel wird so extrem, dass man es dann nehmen sollte. Vielleicht erstmal die Aktivkohle, wenn es gar nicht geht, Imodium akut. Aber im Grunde ist eigentlich ein Antidurchfallmittel eigentlich kontraproduktiv, wenn man es genau nimmt. Sag ich mal jetzt einfach so salopp. Sollte man zumindest mal drüber nachdenken. So, dann haben wir Sekundenkleber. Warum das? Naja, wurde ja schon öfters in diversen Foren so besprochen. Sofern da Cyanacrylat draufsteht und auch nur das und keine anderen speziellen Mittel, kann man Sekundenkleber nehmen, um Wundränder zu schließen. Also bevor man da mit einem Garn von Mutti und einer dicken, fetten Nadel ankommt und seine Wunde selber sticht, kann man erstmal, sofern es nicht eine riesige Fleischwunde ist von 8 cm, Sekundenkleber nehmen, um die Wunde zu verschließen. Der Witz ist einfach der medizinische Kleber, hat eigentlich genau denselben Inhaltsstoff. Es ist dasselbe, es ist halt nur steriler gemacht. Und die Sicherheitsvorkehrung ist einfach viel höher, weil es halt medizinisch ist. Aber im Notfall kann man, wenn es dasselbe Mittel ist, Sekundenkleber verwenden, Cyanacrylat. Das muss man beachten. Also wenn da irgendwelche Cyanide als Stoffe mit drin sind, dann natürlich nicht. So. Dann haben wir hier noch Mikropurtabletten. Wie gesagt, zum Wasserdesinfizieren. Und da ich aber die Filter nehme, ist der Vorteil, ich habe jetzt diese Pads hier zum Desinfizieren. Aber meistens, wenn man eine Wunde spülen will, wenn man eine Wunde wirklich desinfizieren will, wenn man seine Hände desinfizieren will, dann braucht man natürlich sehr, sehr viel Mittel. Und das Problem ist einfach, dass das erstens viel wiegt und zweitens kann man halt, wenn es danach geht, 1 Liter Desinfektionslösung mitnehmen, weil man die immer gebrauchen kann für alle möglichen Sachen. Das macht halt keinen Sinn. Nicht unterwegs und auch nicht im Flugzeug zum Beispiel. Denke ich mal. Ich weiß nicht genau, aber es ist ja brennbar, vermute ich mal. Es könnte schwierig sein, bei diversen USA-Flügen zum Beispiel. Und deswegen, Mikrotabletten ist einfach der Vorteil, die desinfizieren Wasser. Hier steht ja 1 Liter 30 Minuten und dann trinken. Das gilt natürlich auch für Wunden. Und da kann ich die Konzentration natürlich höher machen. Zum Beispiel eine Tablette in ein Glas zur Wundspülung oder eine Tablette, wenn man wirklich heftig desinfizieren muss. Eine Tablette oder eine halbe in 3 Millilitern aufgelöst. Desinfiziert genauso gut. Es ist natürlich eine Notbehelfslösung. Also, das nennt man Dakin-Lösung. Aber die ist hinreichend, wie gesagt, steril kann man sowieso nicht arbeiten. Dann kann man wenigstens versuchen, annähernd irgendwie das hinzubekommen, dass man einigermaßen steril ist. Also sehr gut, um auch das zu desinfizieren. So, dann haben wir hier noch eine Tablette, eine mysteriöse Tablette, die ich über meine Kanäle bekommen habe. Und will ich auch nicht weiter drauf eingehen. Ich weiß nicht genau, ob es ein Opiat ist, aber. Wieder zu lahm. Wenn man also bei sich selber sollte man es vielleicht nicht tun, wenn man allein unterwegs ist und ja, und jetzt irgendwie einen offenen Bruch hat und so eine Schmerzen hat, dass man sich den selber theoretisch wieder einrenken müsste, dann wird das wahrscheinlich nur unter starken Schmerzen gehen. Dann könnte man sich mit einer Spritze das Zeug subkutan reinjagen.
Das Problem ist aber, man ist halt dermaßen abgeschossen dann, dass man dann gar nichts mehr machen kann. Also eigentlich macht es nur Sinn, wenn man zu zweit ist und der andere verletzt sich, dass der das dann macht. Also wenn man in der Gruppe unterwegs ist. Natürlich braucht man dann auch mehr vielleicht als Behelfe. Ich habe jetzt erstmal eine bekommen. Das ist natürlich ein Mittel, was nicht einfach so verfügbar ist. Da müsst ihr dann mit eurem Arzt des Vertrauens einfach mal reden. Natürlich nicht ankommen wie so ein Junkie und sagen, ich brauche das Zeug. Sondern sagen, ja, ich gehe auf eine Alaska-Tour 5 Wochen alleine im Outback, was weiß ich. Und ich brauche ein Lokalanästhetikum als Notfall, falls irgendwas passiert. Können Sie mir da was empfehlen? Können Sie mir da was geben, wo kein Arzt ist? Dann wird er vielleicht, wenn ihr vertrauenswürdig seid, euch das dann verschreiben und auch vielleicht auch geben. Weiß man nicht. Aber ist auch der absolute Notfall. Also das ist, man kann sich damit schön abschießen. Das ist eine schöne, wunderbare, schöne Droge wahrscheinlich. Aber eben auch nicht ganz ungefährlich. Also wenn man davon zu viel nimmt, dann kann man auch, denke ich mal, auch sterben. Dauert wahrscheinlich ein bisschen, aber wie gesagt, wenn man drogenaffin ist, sollte man es vielleicht dann lieber nicht mitnehmen. Es ist auch wirklich nur die letzte Instanz, falls wirklich die Schmerzen so stark sind, dass derjenige kurz vorm Abnippeln ist, dann kann man das vielleicht machen. So, dann haben wir hier eine Rettungsdecke. Ja, schützt vor Kälte einigermaßen, ein bisschen. Vor Nässe, deckt Körperteile ab. Ist multifunktional, Rettungsdecke ist immer gut. Ich habe so eine Größe, das ist auch eine größere hier, weil da kann man sich so auch einen Unterstand mitbauen. Also ist schon eine gute Geschichte. Also dann haben wir ein paar ES-Kompressen, ein paar kleinere. Da ist immer die Frage, wie viel man mitnimmt. Manche, die nehmen vielleicht mehr mit. Mir reichen eigentlich. Ich gehe nicht davon aus, dass man so viel blutet, dass man da irgendwie 8 Kilo Verbandsmaterial mitnimmt. Hier habe ich noch eine Mullbinde. Und ich glaube, das sind 3. 2 Mullkompressen. Ja, kann man vielleicht auch mehr mit, die wiegen nichts, kann man auch mehr mitnehmen, wenn man den Platz dazu hat. Mir reichen 2. Und hier haben wir noch 2 Aluderm-Kompressen. Der Witz daran ist, dass die Aluminium bedampft sind und wenn ich jetzt nach einer Weile die Kompresse abnehme von der Wunde und die ist schon da einigermaßen durchgesuppt, dann reiße ich nicht das ganze neu gebildete Gewebe mit einem Schlag wieder ab unter Schmerzen. Deswegen Aluminium bedampft. Reißt die Haut nicht wieder auf. Das ist schon ganz praktisch. Und auch ein bisschen größere. Ja, apropos Haut aufreißen. Ich habe hier noch einen resorbierbaren Faden. Falls der Sekundenkleber nicht reicht, weil die Fleischwunde so riesig ist, dass ich das mit Sekundenkleber nicht mehr dicht kriege, dann kann ich es natürlich auch nähen. Muss man natürlich können. Muss man dann am Hühnerflügel oder irgendwie üben. Reicht auch erstmal mit Garn, die Knoten üben. Aber ist nicht resorbierbar. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Das sind, glaube ich, 50 cm, genau. Und dann kann man zur Not auch im Feld nähen, wenn es wirklich extrem wird. Würde ich niemals von ausgehen, aber hat man dann. So, dann haben wir noch ein kleines Gefäß. Das könnte man zum Beispiel, wenn man, wenn man hier, weiß nicht, eine Zecke irgendwie, irgendwas untersuchen will, dann kann man das dann hier halt reinfüllen. Oder auch, um die Lösung anzurühren, die Dakin-Lösung anzurühren, ein bisschen schütteln, dann hat man hier ein bisschen Wundlösung sozusagen. So, dann habe ich hier Spritzen. Ich bin natürlich totaler Spritzenhasser, aber dürfte natürlich irgendwie nicht fehlen, das Anästhetikum zu spritzen, um zu punktieren, reicht es wahrscheinlich nicht. Da braucht man wahrscheinlich größere Kanülen bzw. größere Spritzen. Aber ich habe jetzt einfach 3 verschiedene. 5, 2 und 1 Milliliter. Kann man dann genau abmessen, falls man was spritzen möchte. Oder falls man eine Blase punktieren will, was ich jetzt mir eigentlich nicht zutraue, dann kann man das machen. Ist natürlich eine eigene Wissenschaft für sich. Man muss gucken, dass man kein Blut mit ansaugt, wenn man irgendwas diverses spritzt. Da müsst ihr euch wirklich mit selber beschäftigen. Das kann ich nicht mal eben kurz erklären. Wenn ihr wirklich wissen wollt, wie man richtig Blut abnimmt oder so, dann das sollte man dann schon können, weil sonst kann es echt gefährlich werden.
Ja, ich habe hier verschiedene Kanülen, subkutan und glaube ich ein bisschen paar dickere und ja, drei verschiedene Spritzen. Hoffe ich, kommt nicht zur Anwendung. So, und zu guter Letzt haben wir hier noch eine Pinzette, erkläre ich nicht weiter, eine Arterienklemme, wenn man irgendwie doch einen offenen Bruch hat, wo es dann schön raussuppt, das Blut, dann kann man damit eben eine Ader abklemmen. Hier unten sind dann so eine Häkchen, da kann man das dann festhaken. Ist aber auch ganz praktisch, einfach als Besteck, falls man irgendwas entfernen will, falls man irgendwas greifen will. Und zu guter Letzt ist es auch gut, um zum Beispiel, wenn sich jemand verschluckt hat und ich will eine Grete entfernen oder einen Bolus entfernen, dann macht es natürlich mehr Sinn mit so einem Ding, als mit der Hand irgendwie seinen Mund auszuleeren, um an den Gegenstand zu kommen, wenn er gerade am Ersticken ist. Gerade weil er dann natürlich dann verkrampft, der im Todeskampf, und ja, und dann da die Hand oder der Finger dann auch ab ist, wenn man da irgendwie reingreift, dann hat man wenigstens hier so ein Metallding, kann man das dann irgendwie rausholen und aufreißen und bläh. Zum Beispiel, kann man sich vorstellen. Und zu guter Letzt haben wir hier ein Skalpell. Da gibt es verschiedene Arten, da gibt es verschiedene Größen, da gibt es verschiedene Klingenformen. Es gibt einzelne Klingen, die man immer wieder aufsetzen kann, das ist sicherlich nicht verkehrt, aber habe ich jetzt nicht gefunden und ich habe nur diese Einzelverpackten bekommen. Und mir reicht eins, also ich wüsste nicht, ich habe sowieso noch Messer mit, die kann ich desinfizieren kurz. Also ich wüsste nicht, mir reicht eins. Wozu? Zum Beispiel, um einen Gegenstand zu entfernen, das ist vorne so spitz, dass man auch mal irgendwie einen kleinen Dorn oder sowas rausbekommt. Um Abszess zu öffnen zum Beispiel, was man halt mit dem Skalpell so machen kann. Reicht mir eins. Vielleicht kann man auch zwei mitnehmen, muss man für sich selbst entscheiden. So, und das war es eigentlich. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt vielleicht auch viel Schwachsinn erzählt. Wie gesagt, ich bin kein Arzt. Aber so ergibt das für mich erstmal Sinn. Und ja, und habe für mich auch eigentlich alles abgedeckt, erstmal so, was im Notfall passieren kann und was ich dann auch wirklich brauche. So, also. In vielen Survival-Büchern, da wird immer eine Blinddarm-OP beschrieben oder so ein Quatsch. Das könnte total knicken. Also, ja klar, bevor derjenige abnippelt, aber wahrscheinlich bringt die ihn eher um, als dass sie eben wirklich helft. Also, bestimmte Situationen, da könnt ihr einfach dann nichts mehr machen. Da müsst ihr wirklich Arzt sein und da müsst ihr wirklich nicht nur Arzt sein, sondern auch das Material dafür haben, ihn so zu behandeln. Man kann nicht einfach mal jemand irgendwie aufschneiden und den Blinddarm entfernen. Das wird wahrscheinlich im Tod enden. Das ist banal für Ärzte und Chirurgen im Blinddarm-OP. Aber ohne Kenntnis, ich weiß nicht. Also wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit. Ich würde es nicht machen. Deswegen, man muss immer so ein bisschen abwägen, was ist wirklich notwendig in der Situation und wie wahrscheinlich ist es, an eine Art zu kommen. Ich würde natürlich immer, und das dürft ihr nicht vergessen, immer den Arzt vorziehen natürlich und immer versuchen, Hilfe zu holen und immer versuchen, möglichst weg aus dem Gebiet zu kommen, dementsprechend, je nach Schwierigkeitsgrad. Alles andere ist optional und wirklich Notfall. So, deswegen würde ich da nicht groß rumexperimentieren. Aber falls, dann finde ich, fällt man mit dieser Ausrüstung auf jeden Fall ganz gut. Was ich auch noch empfehlen kann, ist, dass Buch von Johannes Vogel, Notfallmedizin, sehr empfehlenswert. Wenn ihr da wirklich euch einen Plan machen wollt und wirklich alles verstehen wollt, dann empfehle ich das Buch auf jeden Fall. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen vielleicht noch das eine oder andere an Wissen erweitern und ich bin damit dann am Ende. Ja, tschüss.